Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns wieder Momente an, wo man nicht glauben kann, dass sie wirklich passiert sind, aber jedoch wurden sie einfach auf Kamera festgehalten. Und das sind Momente, da denkt ihr einfach so, puh, okay, heftig. Leute, lasst auf jeden Fall gerne mal einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet. Ich bin selber jetzt mal mega gespannt. Ich würde sagen, Freunde, lasst gerne noch ein Abo da. Wir gehen rein ins Video. Khalifa ist ein Wolkenkratzer in Dubai und ist mit einer Höhe von 828 Metern das höchste Gebäude der Welt. Das stimmt. Im Juli 2007 erhielt er offiziell diesen Titel und wenn man bis in die oberste Etage fahren will, muss man mit einem Aufzug fahren, der Geschwindigkeiten von bis zu 42 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Ja. In der Nähe findest du auch die Dubai Mall, eines der größten Einkaufszentren der Welt. Im April 2014 hatte der Burj Khalifa einen weiteren Rekord gebrochen. Diesmal von zwei Basejumpern namens Vince Raffett und Fred Fugen. Es ist nicht der höchste Basejump aller Zeiten, aber es ist der höchste Basejump von einem Gebäude. Oha. Bevor der Sprung gemacht wurde, wurde eine Plattform auf der Spitze des Gebäudes installiert. Der Sprung sieht spektakulär aus und man muss ein bisschen verrückt sein, um sich das zu wagen. Die beiden Männer hatten zuvor mehr als 3 Jahre trainiert. Okay, 3 Jahre schnell, aber das ist so krass, Leute, hätte ich das mal jetzt in echt gesehen. Züge sind praktisch, um dich von einem Zielort zum anderen zu bringen. Mhm. Doch würdest du auch den Zug nehmen, wenn er überfüllt ist? In Mumbai, einer Stadt in Indien, gibt es viele Menschen, die auf den Zug warten. Die Bahnhöfe in Mumbai gehören zu den belebtesten der Welt. Aufgrund der Pandemie, in der wir jetzt leben, sind die Bahnhöfe viel ruhiger. Aber in den Jahren vor 2020 sah es überfüllt aus. Einer der Gründe, warum er so überfüllt ist, ist, dass er nicht viel Geld kostet und die Leute den Zug den anderen Verkehrsmitteln vorziehen. In diesem Video sehen wir Leute, die aus dem Zug stürmen, während Tausende von Menschen darauf warten, einzusteigen. In manchen Fällen befinden sich mehr als 4.500 Passagiere im Zug, während der Zug nur für 2.000 bis 2.500 Menschen gemacht ist. Würdest du gerne in einem so überfüllten Zug reisen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Leute, schreibt mir auch gerne selber in die Kommentare. Würdet ihr reisen wollen? Ich nicht unbedingt, also auf gar keinen Fall. Wusstest du, dass Elefanten sehr klug sind? Sie sind dafür bekannt, dass sie das größte Gehirn aller Landtiere haben und sie können auch sehr gut zusammenarbeiten. Ja. Sie können Mitleid und Mitgefühl empfinden, Sprachen verstehen und vieles mehr. Doch 2018 wurde im Nagar Hole National Park in Indien etwas Bizarres mit der Kamera eingefangen. Ein Elefant scheint eine Rauchwolke auszublasen. Man könnte meinen, Rauch. Wie ist das möglich? Als Wissenschaftler das Phänomen untersuchten, fanden sie heraus, dass der Elefant mit seinem Rüssel Holzkohle vom Waldboden aufhob und sie in sein Maul steckte. Die Wildlife Conservation Society, die das Filmmaterial gefilmt hat, glaubt, dass die Holzkohle als Abführmittel dient und Giftstoffen in ihrer Nahrung entgegenwirkt. Obwohl weitere Forschungen nötig sind, scheint es, dass die Elefanten sich der Chemikalien bewusst sind. Lol. Ey, das Elefanten sind echt so krass, ne? Ich würde echt mal gerne einen echt sehen. Ein Blitzschlag ist eine elektrische Entladung zwischen der Atmosphäre und dem Boden. Ein Blitzschlag würde mehr als 8 Millionen Mal am Tag auftreten. Das bedeutet, dass die Erde jede Sekunde getroffen wird. Okay. Glücklicherweise ist die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, gering, aber wenn es ein Gewitter gibt, ist es besser aufzupassen und besonders in der Nähe von hohen Gegenständen und Bäumen vorsichtig zu sein, da diese mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen werden. Ja. Die meisten Blitze kommen jedoch in tropischen Gebieten wie Afrika vor und am wenigsten in Gebieten wie dem Nord- und Südpol. Das folgende Video wurde in der Bryson Lake Lodge in Quebec, Kanada gefilmt. Ein Mann, der eine Kamera niedergelegt hatte, sieht einen hohen Baum, der direkt vor seinen Augen vom Blitz getroffen wurde. Zum Glück waren alle sicher drinnen und den Leuten ging es gut, aber wie man in der Zeitlupe sehen kann, sieht es ziemlich spektakulär aus. Also was habe ich schon mal gesehen, Leute, Nummer aber 6. Richtig, richtig krass, die Blitze sind echt so unnormal. Anfang 2020 soll ein Dorf in Somerset, England, unter einem Mann gelitten haben, der einen Morph-Anzug trug. Ein Morph-Anzug ist eine Art Anzug, der den ganzen Körper bedeckt. Man erzählt sich, dass er jeden in dem Dorf zu Tode erschreckt hat. Manche behaupten sogar, dass sie gejagt wurden. Eine anonyme Frau, die dies miterlebt hat, schaffte es, ein Foto von dem Mann zu machen, doch die Regierung war nicht in der Lage gewesen, den Mann zu fangen. Der Mann wurde auch am Strand gefunden, wo er einer anderen Frau nachlief. Der Mann sieht ziemlich furchterregend aus und ich glaube nicht, dass du ihm gerne begegnen würdest. Von dem, was ich finden konnte, ist nichts Schlimmes passiert. Aber warum dieser Mann das getan hat, ist nie ganz klar gewesen. Wenn das ein Witz gewesen wäre, wäre es nach Meinung der Einheimischen im Dorf zu weit gegangen. Ja. Was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ja, keine Ahnung. Schon ein bisschen verrückt, wenn er mit unserem schwarzen Anzug die ganze Zeit rumläuft. Im Laufe der Geschichte wurden Dämme benutzt, um Überschwemmungen zu verhindern. Dämme liefern auch Elektrizität.
Je mehr Wasser durch einen Damm fließt, desto mehr Energie wird produziert. Aber es gibt auch andere Arten von Dämmen. Ein Abfalldamm ist ein Damm, der zur Lagerung von Nebenprodukten aus dem Bergbau verwendet wird. Am 25. Januar 2019 brach ein riesiger 86 Meter hoher Damm in der Nähe der Eisenerzmine Córrego do Feijão im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais in sich zusammen. Dieses Ereignis wurde mit der Kamera aufgenommen und wie ihr sehen könnt, wurde ein Strom von schlammigen Abfällen freigesetzt, die über die Straßen, Bauernhöfe und Häuser flossen. Oh mein Gott. Die 270 Menschen, die sich in der Nachbarschaft aufhielten, hatten keine Chance zu entkommen. Was? Einige Wochen später wurde berichtet, dass es in Brasilien mehr als 4000 Dämme gibt, die ein hohes Risiko darstellen würden. Ey, was? Nummer 4. Wie krass sieht denn das denn aus, Mann? Das sah unnormal aus. Wenn du ein Liebhaber von allem bist, was mit Booten zu tun hat, dann hast du sicher schon von Sail Amsterdam gehört. Ja. Dies ist eine Veranstaltung, die alle 5 Jahre in Amsterdam in den Niederlanden stattfindet, wo Millionen von Menschen kommen, um alle Arten von verschiedenen Booten aus der ganzen Welt zu sehen. Verrückt. Es wurde zum ersten Mal 1975 abgehalten, um die 700-Jahr-Feier der Stadt Amsterdam zu feiern. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie dieses Ereignis aussieht, hat der YouTube-Kanal namens Turn Addicts im Jahr 2015 eine Zeitrafferaufnahme davon gemacht. Wie ihr in dem Video sehen könnt, sieht die ganze Veranstaltung ziemlich chaotisch aus. Überall gibt es Boote und Segelschiffe, was ein schöner Anblick ist. Ich muss sagen, Nummer 3. Würde ich gerne mal hin, alle 5 Jahre einmal hin. Videospiele werden heutzutage mehr und mehr gespielt. Manche Leute spielen Handyspiele auf ihrem Handy, während andere Spiele auf ihrem Computer oder ihrer Konsole spielen. Ja. Es gibt so viel Auswahl. Du kannst online, offline, mit deinen Freunden spielen und es gibt eine Menge Genres zur Auswahl. Spiele zu spielen wurde früher als nerdig angesehen, aber heutzutage macht das fast jeder. Laut einer NPD-Studie aus dem Jahr 2019 würden mehr als 73% der Menschen Videospiele spielen. Es ist sogar so populär geworden, dass jetzt auch Schweine Spiele spielen. Ja, du hast es richtig gehört. Schweine werden als intelligente Tiere angesehen. Sie können Emotionen wie Stress empfinden, sie sind sehr sozial und laut Wissenschaftlern wären sie so intelligent wie ein 3 Jahre altes Kind. Schweine wären auch genetisch sehr nah an uns Menschen und sie hören auch gerne Musik. Dieses Experiment von 2012, bei dem ein Schwein ein Videospiel spielt, wurde festgehalten und das Schwein war schlau genug, um den Joystick mit seiner Schnauze zu bewegen. Ey, was? Okay. Nummer 2. Schwein schlägt dir wahrscheinlich auch irgendwie so einen Pinball oder so. Wenn du gerne an den Strand gehst, dann hast du wahrscheinlich schon versucht, eine Sandburg zu bauen. Mhm. Das wird normalerweise von Kindern gemacht, aber wusstest du, dass es auch Erwachsene gibt, die einen Wettbewerb daraus gemacht haben? Diese Leute machen die detailliertesten Sandburgen, auch Sandskulpturen genannt, die ganz besonders aussehen. Was? Zum Beispiel hatte die Website Booking.com, auf der man Ferien buchen kann, eine sehr coole Idee. Sie haben eine 2 Meter hohe und 18 x 18 Meter große Sandburg gebaut, in der man wirklich schlafen kann. Wie cool ist das bitte? Die Sandburg befindet sich in Coney Island, New York und für $29 pro Nacht kannst du hier übernachten. Dieser Strand ist bei Touristen sehr beliebt und das Sandburghotel, das nur im Sommer zur Verfügung steht, wird dir sicher ins Auge fallen, wenn du hier übernachtest. Im Inneren gibt es ein Bett, eine Dusche mit Bad und eine Klimaanlage. Außerdem gibt es alle Arten von Strandausrüstung, wie ein Surfbrett, Flipflops, Beachbälle, Handtücher, Taschen und Kopfhörer. Auf jeden Fall alles vom Nummer 1. Alles klar. BMX gilt als Extremsport und ist seit 2008 sogar olympischer Sport. Das Bike wird für Rennen genutzt, aber auch um die coolsten Tricks zu machen. Dies wird auch Freestyling genannt und kann überall gemacht werden, zum Beispiel in einem Park oder einfach auf der Straße. Jetzt weiß ich selbst nicht allzu viel darüber, aber als ich dieses Video im Vorbeigehen sah, dachte ich, wow, das ist sehr beeindruckend. Ein Typ namens Tate Ruskelly hat auf dem YouTube-Kanal Our BMX ein Highlight-Video hochgeladen, das diese verschiedenen Tricks zeigt. Aber ein Trick stach meiner Meinung nach heraus. Er beginnt auf seinem Hinterrad zu fahren, während sich sein Vorderrad vom Rahmen löst und gegen die Wand rollt. Was danach passiert, ist sehr cool. Das Rad prallt durch die Wand zurück auf sein Fahrrad und er fährt weiter. Sehr kreativ, wenn ihr mich fragt. Und laut den Leuten in den Kommentaren ist dieser Trick absolut unglaublich. Was? Ey, ohne Spaß, Leute. Das war auf jeden Fall mal wieder ganz cool, so ein paar Sachen zu sehen, die quasi unnormal waren, aber dann auf Kamera festgehalten wurden, also dass man die auch glauben konnte. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas gerne noch mehr sehen möchtet. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen. Haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und checkt die Videos aus. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.